Manchmal beginnt eine Ausstellung mit einer ganz persönlichen Erfahrung oder einem Erlebnis. Ich gehe sehr gerne in Freigewässer schwimmen und habe da auch eine Lieblingsstelle. Und in einem Sommer, vielleicht vor 2 Jahren, habe ich auf einmal gemeint, dass das Wasser dort nicht mehr so sauber ist, wie ich es gewöhnt war. Und war dann selber erstaunt, wie sehr das eigentlich mein Glück, meine Freude an dem Schwimmen gehen dort beeinträchtigt. Und gleichzeitig ist Wasser natürlich auch ständig in den Medien. Das Wasser ist ein Zukunftsthema. Wasser steht unter sehr großem Druck von der Ökonomisierung, das heißt der Privatisierung der Reserven. Es wird mit den Reserven leichtfertig umgegangen. Und sozusagen dieses Kurzschließen, diese plötzliche Erfahrung, die mich selber so unmittelbar getroffen hat, wie kostbar eigentlich sauberes, reines Wasser ist, das uns zur Verfügung steht, und die mediale Präsenz des Themas haben dann eigentlich eine Ausstellungsidee daraus entstehen lassen. In einer künstlerischen Ausstellung spielt der regionale Aspekt, wenn man jetzt wirklich die einzelnen Kunstwerke betrachtet, eine relativ geringe Rolle. Aber wir möchten schon bewusst machen, eben, dass wir in einer privilegierten Situation sind und also in einer Region, die sehr viel reines Wasser zur Verfügung hat, so viel wie bekanntlich dann auch zur Verfügung steht, um Autos damit zu waschen, um Toiletten zu spülen. Also die Brauch- oder Nutzwasserdiskussion ist in Österreich ja gar nie richtig angekommen. Die Kunstwerke in der Ausstellung sind vielfältig. Es gibt solche, die sich auf ganz konkrete, lokal zu verortende Probleme, Gegebenheiten, auch Initiativen beziehen. Und es gibt die, die so in einem allgemeinen, existenziellen Sinn auch die Freude am Wasser, auch die Gewalt, die mit Wasser ausgeübt werden kann, zeigen. Also sozusagen lustvolle Badeszenen stehen auch sehr brutalen Folterszenen mit Wasser gegenüber. Die unterschiedlichsten Aspekte, unter denen Wasser für den Körper eine Rolle spielt, ja, vom häuslichen Bade bis eben zur Bedrohung durch große Wassermassen, all das ist hier vertreten. Wenn man eine Ausstellung zu so einem großen, umfassenden Thema macht, muss man sehr genau fokussieren. Wir haben einerseits über den Titel, über die Bezeichnung reines Wasser, uns dafür entschlossen, Wasserqualität zu einem Thema zu machen und nicht allgemein Wasser an sich. Und die zweite sehr wichtige Fokussierung ist die auf einen Zeitraum. Die Kunstwerke in der Ausstellung sind so aus den späten 1950er Jahren bis zu unserer Gegenwart. Warum jetzt eben genau diese Einschränkung? Warum beginnen wir in der Zeit so 59, 60? Das ist die Zeit des Fluxus, eine Kunstrichtung, die im Namen sozusagen schon das Fließende trägt. Und in dieser Zeit kann man beobachten, dass Wasser in zweierlei Hinsicht in der Kunst eine Rolle zu spielen beginnt. Einerseits wird Wasser als Werkstoff entdeckt und das wird interessant für Künstlerinnen und Künstler zu einer Zeit, als der Skulpturenbegriff sich radikal auflöst, erweitert. Und da Wasser ja nicht greifbar ist, da es auch sich in verschiedenen Aggregatzuständen manifestiert, dieses Wandelbare, eben dieses Fluide des Wassers, das hat dann Bildhauer zu interessieren begonnen. Wir haben also einerseits Wasser als Material in frühen Arbeiten von Peter Weibel zum Beispiel. Und wir haben auch in der Zeit eine Erweiterung der Themen der Kunst. Also Ökologie wird ein Thema. Und da haben wir auch ein wunderbares Beispiel aus den 1960er Jahren. Robert Smithson, der hinausgegangen ist aus New York an die Küste von New Jersey und dort fotografiert hat die Monuments, die Denkmäler seiner Zeit. Das sind eigentlich riesige Abwasserrohre, die in den Hudson hineinführen. Also
Er zeigt uns eben sozusagen die Maschigseite, könnte man sagen, die Rückseite der modernen Zivilisation und erklärt die zu Denkmalen. Diese Ausstellung umfasst ungefähr 150 Werke und es sind eigentlich nur sehr wenige aus der eigenen Sammlung. Es sind vielleicht 5, maximal 10 Werke aus unserer Sammlung. Wir haben hier wirklich aus aller Welt Arbeiten zusammengeholt. Also es steht ein ungeheurer Leihverkehr, Transport und so weiter dahinter. Aus Sammlungen von Kalifornien, Norwegen, England, natürlich das nähere Ausland, Deutschland, Italien. Also ja, wenn man sich um viele internationale Leihgaben bemüht und sicher auch viele Künstlerinnen und Künstler hergeholt, die wir hier vorstellen können, die hier bislang noch nicht so zu sehen waren, wie zum Beispiel, ich nenne hier einen ganz wichtigen Künstler, Bill Viola, der zu den führenden Videokünstlern des 20. bis 21. Jahrhunderts zählt, der ungeheuer eindrucksvolle, eindrückliche Arbeiten macht und für den Wasser ein ganz wichtiges Thema ist in einem spirituellen, transzendierenden Sinn. Und von ihm zum Beispiel haben wir aus seinem Studio in Los Angeles 3 Arbeiten hergeholt. Wir haben hier ja auch Beispiele, also ob das der Herbert Brandl ist, der hier ganz ungewöhnlich in unserer Ausstellung auftritt, zwar schon als Maler, aber in erster Linie als Aktivist in einem südoststeirischen Tal, wo ein Kraftwerk verhindert werden soll, oder ob das die Yes-Men sind, die eben auf die Vergiftung, einen berühmten Fall, die Vergiftung des Grundwassers in Indien hinweisen und aufrütteln. Also all das sind schon Appelle, wir müssen uns um unser Wasser kümmern. Und viele Künstler sind aber auch sozusagen selber durch individuelle Erfahrungen aufgerüttelt worden. Ich nenne jetzt den Tue Greenford, der selber erzählt, er stammt aus Dänemark, lebt heute in Berlin. Er ist in Dänemark auf dem Land aufgewachsen und ist immer in einen kleinen See schwimmen gegangen und hat auf einmal bemerkt, dass von Sommer zu Sommer dieser See immer schmutziger wird, immer mehr veralgt und hat sich gedacht, ja, es kann ja nicht einfach so sein, da muss menschliche Einwirkung dahinter stehen. Und über die Recherche, die ihn damals eben zu Düngemitteln geführt hat, hat er eigentlich zu seinem Lebensthema gefunden. Und wenn wir heute Künstlerinnen und Künstler aufzählen, die sozusagen Ökologie, Aktivismus und bildende Kunst vereinen in ihrer Praxis, dann ist er ganz vorne mit dabei. So, we were working with some activists from Bhopal, and Bhopal is the site of the largest industrial accident in history, also known as the Bhopal catastrophe, where a Union Carbide chemical plant exploded and the gas cloud, the poison gas cloud, killed anywhere between 5,000 and 8,000 people. Vielleicht ist die Ausstellung insofern fast didaktisch, könnte man sagen, gegliedert, als sie mit dem Schönen, mit der Freude, mit der positiven Emotion beginnt. Wir haben am Anfang die Kapitel vom Schwimmen, dann ein weiteres, das heißt Traum und Erinnerung, das den Aspekt behandelt, dass das Wasser auch immer mit dem Unbewussten zu tun hat, konnotiert wird, das auch bei Freud spielt sie da eine Rolle, dass Wasserträume auch etwas, oft etwas Erotisches haben. Dann das Kapitel Körper und je weiter man dann in die Ausstellung sich hereinbegibt in der Gehrichtung, desto schärfer wird die Thematik angegangen, bis wir dann im vorletzten Teil eben die ökologischen Initiativen haben mit konkreten Problemfällen und am Schluss der Ausstellung dann sowie zur Rast die Hommage an das reine Trinkwasser mit dem tatsächlich sprudelnden Brunnen von Anirati, an dem man sich auch noch mit einem Glas Wasser erfrischen kann. Also ich bin davon überzeugt, dass jede gute Ausstellung schon etwas Aktivierendes hat. Haben muss.
als Besucherin hinauszugehen und dann zu sagen, ah ja, habe ich wieder irgendwo ein paar Bilder der Kunstgeschichte gesehen und schön und jetzt gehen wir Mittagessen, das würde mich als Kuratorin nicht befriedigen. Also die Ausstellung Reines Wasser kann man schon als Appell bezeichnen, also sich darum zu bemühen und auch sehr aufmerksam die Vorgänge rundherum zu betrachten und sich zu engagieren in allen Fällen, wo Wasser, das uns eigentlich als Commons, als Gut für alle zur Verfügung stehen muss, bedroht ist. Und bildende Kunst ist schon ein komplexes Ausdruckssystem. Ja, wir haben sie beruht auf ästhetischen Entscheidungen, auf inhaltlichen Entscheidungen, Materialentscheidungen und all das immer auch in Bezug auf andere Kunst. Und man muss nicht von jeder Besucherin erwarten, dass sie alle diese Aspekte entschlüsseln kann. Aber sie muss schon bereit sein, sich selber Zeit zu nehmen, das Hirn auch ein bisschen freiräumen, um wirklich mitzudenken mit den Künstlerinnen und Künstlern und mit den Ausstellungsmacherinnen natürlich auch. Und ich denke, alle Schwellen wird man nie wegräumen können, weil dann würde man die Kunst auch ihres Reizes berauben und dessen, was sie ausmacht. Aber so etwas wie die Ausstellung Reines Wasser oder andere Themenausstellungen, die wir hier schon gezeigt haben, sind doch der Versuch zu zeigen, dass die Kunst auch mitten im Leben steht und dass sie sich eben Themen annimmt, die hier und heute aktuell sind.